Der absolute Horror beim Campen im Dschungel. Mitten in der Nacht zerfetzen Ameisen die Zeltplane. Das große Krabbeln beginnt, alle möglichen Tiere, die man eigentlich draußen haben möchte, haben freie Bahn. Die unheimliche Campingnacht dokumentiert ein bekannter Naturschützer auf seinem Social-Media-Kanal. Der US-Amerikaner ist gerade im Amazonasgebiet unterwegs, wo er gegen illegale Abholzung kämpft und Geld sammelt, um möglichst viel Urwald zu retten. Eigentlich hat er keine Berührungsängste mit gefährlichen und gruseligen Tieren. Doch diese Nacht im Zelt wird er nie wieder vergessen. Im Schlaf wird er plötzlich gebissen. Eine Blattschneiderameise versucht, ein Stück seines Ohrs abzuschneiden. Mit ihren kneifzangenartigen Kiefern schneiden Blattschneiderameisen eigentlich Blätter aus für ihren Bau. Hier zerschneidet ein ganzer Stamm aber das Zelt des Naturschützers. Ohne Schutz und bei heftigem Regenfall krabbelt dann alles Mögliche in sein Zelt. In dieser Nacht macht er kein Auge mehr zu.